14 war. 14. Was habe ich gesagt? 12, ne? Was? Oder gilt das für uns beide? Haben wir jetzt beide einen Punkt? Weil nein. Profi-Station, Profi-Trainer-Station von Huub Stevens. 6. Boah, ich weiß nicht, ob er 7 hatte. Ja, Bujo, da kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Der war 7 mal hier, aber sonst. Eine Runde, wie viel schaffst du? Ich freue mich ganz besonders auf, für mich, wahrscheinlich für alle Schalke-Fans, Legend Mike Büskens, Martin Max. Schön, dass ihr da seid. Glück auf. Also, wir fangen an mit der ersten Kategorie. Wie viele Namen kennt ihr noch aus dem Kader der UEFA-Cup-Mannschaft 1997 beim Rückspiel? Wer war alles im Kader im Rückspiel 1997 in Mailand? Im Kader heißt auf dem Spielbogen, oder? Ja. Was hatten wir für Kader damals? 18? Auch? So wie heute? Heute sind 20. Heute 20 sogar. Also 18. Du fängst an. Du fängst an. Rückspiel, Rückspiel. Wer war alles dabei? 10. 11. 12. 13. Ah, ich weiß eh alle. 14. Weißt du auch alle? 30 Sekunden hat er, ne? Das ist halt das Problem. Wenn du, überleg mal, 15, dann musst du schon Martin, alle 2 Sekunden. Ich vertraue dir komplett. Ehrlich? 14 war. 14. Was habe ich gesagt? 12, ne? Was? 14 hast du gesagt. 14? Ja. Ja, warte mal. Darf ich mich selbst auch nennen, oder? Ja, selbstverständlich. Gut. 14 Stück. In 3, 2, 1, go. Lehmann, Schober, Latal, Büskens, Thon, Max, Anderbrügge, Wilmot, Nemec, Müller, De Kock, Linke, Eigenrauch, Pereira, nein! Weiter. Stopp! Mad Max. Ich bin bescheuert. Das war so nah dran. Olli Held. Ich bin bescheuert. 13. Aber siehst du genau. Schon Blackout. Aber siehst du genau. Einmal zum Stopp. Einmal stockst, ja. Genau Olli das Held ist hat er nicht genannt, oder? Nein, hat er nicht genannt. Oder gilt das für uns beide? Haben wir jetzt beide einen Punkt? Weil nein. Leider nicht. So gewinnt, mit der Einstellung gewinnt man Spiele, Bujo. Aber leider nicht, wie viel schaffst du? Ja. Siehst du? Scheiße, tut mir leid, Eurofighter. Sorry. Alles gut. So muss ist das ich Spiel. Nächstes Jahr einen ausgeben. So. Beim 25. So ist das. So ist das Spiel. Zweite Runde, 1-0 für Mike Büskens. Zweite Kategorie. Du fängst an. Profi-Station. Profi-Trainerstation von Huub Stevens. Und ich sag mal so, wenn er da mehrmals trainiert hat, zählt das aber nur als eine Station. Also nur einmal den Verein nennen. 6. Profi-Trainerstation von Huub Stevens. Ich glaube nicht, dass er 7 hatte. Martin, ey, tut mir leid. Ich würde gerne die 6 übernehmen. Ich würde echt gerne die 6 übernehmen, aber ich glaube nicht, ja, du dass müsstest, er 7 hatte. Wenn dann ja 7 machen. Ne? Ja, genau. Musst du wissen. Deswegen, aber ich glaube, ich kann mich, also maximal 6 würde ich behaupten, hat er gehabt. Ich hoffe, dass er überhaupt 6 hatte. Ich wollte jetzt blöffen. Scheiße, mir ist da noch gerade noch einer eingefallen. Ey. Mir ist da gerade noch einer. Weil du als Trainerkollege. Soll ich die 6 übernehmen dann für dich? Nein, du musst wenn dann 7 machen. Boah, ich weiß nicht, ob er 7 hatte. Ja, Bujo, da kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Er war 7 mal hier, aber sonst. Waren sie 12? Ja, mach mal. Versuch. Okay. 3, 2, 1, go. Roda Kerkrade, Schalke 04, Hertha BSC, HSV, 1. FC Köln. Alles richtig. Und die 6. Und nochmal im Ausland? Mhm. Im Ausland? 2 hätte ich noch. Das zum Thema. Noch 2. Ja. 3, 2, 1. Aber ich habe echt nicht dran gedacht, HSV.
HSV hätte ich gekippt. Aber wir haben noch PSV. Aber die Deutschen PSV. Habe ich ja wenigstens alle, glaube ich. Wir haben noch PSV und wir haben Saloniki. PSV, ja sicher. Und Saloniki haben wir nämlich auch. Und VfB Stuttgart. Aber hätte ich null. Hoffenheim. Nee, und in Hoffenheim. RB Salzburg. Och, scheiße, ja, mit Eddie. Oh, ich hätte wirklich muss gedacht, die zweite er hat Rutsche nicht ausgehen. Mehr als sieben. Das war schlecht jetzt. Muss die zweite Rutsche ausgehen. Nein, das war schwer. Echt. Nein, ich fand es nicht. Wirklich. Doch. Ich find's nein, schwer. Mir wäre RB nie eingefallen. Nie. RB? Da passt er gar nicht hin. Salzburg. Nee, normal nicht. Stimmt. Und wirklich HSV. Obwohl, ich weiß, als ich Interimstrainer war, haben wir beim HSV 1-0 gewonnen. Ja. Durch Kevin Kurani. Und da war Hübner nämlich Trainer. Ja. Aber das habe ich null mehr auf dem Schirm gehabt. Nur als Martin dann auf einmal sagte HSV. Und du hast so geil angefangen. Ja, ich bin jetzt leise. Du bist jetzt leise? Mach du jetzt mal. Aber okay, dann sag ich beim nächsten Mal drei. Aber du musst jetzt vorlegen und eigentlich müsste das jetzt deine Kategorie ehrlich? Sein. Ja. Okay. Also, dritte Kategorie und jetzt wird es entscheidend, ne? Brühe führt 2-0. Ja. Eine sehr interessante Kategorie, okay. Schwierig, aber sehr interessant. Wie viele Vater-Sohn-Duos gab es im Profifußball? Oder gibt es im Profifußball? Vater-Sohn-Duos. Du fängst an. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne nur einen. Nee. Mich selber. Du kennst mehr. Nee, ich mach nicht. Ich mach jetzt nicht mehr. Was meint ihr? Ah ja, okay. Ich nehme 4. Okay. Soll er machen? Ja. In 3, 2, 1, go. Koch, Sané, Max. Wilmots. Was? Seine Jungs haben in der Serie B gespielt. Das ist auch Profifußball, oder? Ja. Und welcher Koch? Von Harry Koch. Harry Koch. Ja, okay. Sehr gut. Ja, dann bist du durch. Super. Tut mir leid, Max. Ja, Glückwunsch. Also mir hast du gut gemacht. Unterwegs auf der Strecke ist mir Leroy eingefallen. Ja. Und er war ganz weit weg. Wir haben gerade auch noch mal geguckt. Das war halt super interessant, so Johan und Jordi Cruyff. Maldini mit der... Dreifach! Maldini, ne, dreifach. Was gab's denn noch? Ach, Gorga, Pelé. Hachi, Pal Dardai. Dreifach, vierfach, ja. Spielen seine drei. Okay. Männer, es war mir ein Vergnügen. 3-0 sehe ich. Top. Glückwunsch. Wirklich, sehr, ich sehr gut. Zweimal davon profitiert, Mad Max. Ne? Ja, passt also von mal. Daher. Ja, von Pfostenschüssen kann man auch profitieren. Ne? Ist manchmal so. Wenn das deine Taktik war, dann ging sie auf. Nee, aber die Messlatte war zu hoch bei 14 aus dem UEFA-Kader. Na, muss ich wissen eigentlich. Also, aber gut, weißt du, das Problem ist, du zählst auf und ich habe dann Zeit nachzudenken, wer war denn noch dabei? So, das hast du natürlich nicht. Ja. Und dann bleibst du einmal irgendwo hängen und kommst nicht mehr auf den Weg. Ich wollte versuchen, in der Abwehr anzufangen. Ja, das hätte ich auch gemacht. So. Ich trotzdem nur bis 13 gekommen. Alles gut. Männer, alles vielen gut. Dank. Gerne. Erfolg, bleib gesund. Das ist das Wichtigste. Ebenso. Ciao.